Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Artlife Boxspringbett Montana. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Boxspringbett für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Boxspringbett unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Boxspringbetten erfreuen sich schon seit langer Zeit einer großen Beliebtheit. Warum ist das eigentlich so? Insbesondere der hohe Komfort wird häufig als sehr angenehm wahrgenommen. Was dieses Boxspringbett anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Tat gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein wertiges und vor allem komfortables Möbelstück zu einem fairen Preis erwerben kannst. Aber gar keine Frage, das muss wirklich jeder Möbel- und Einrichtungsfreund selbst beurteilen. Ich kann mich hier lediglich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen. Und das wirkt auf mich ansprechend, positiv und gut, aber das musst du selber einschätzen. Denn machen wir uns nichts vor, es gibt definitiv auch günstigere Betten als Boxspringbetten auf dem Markt. Das muss man hier definitiv nochmal aufführen. Wenn du aber genügend Geld auf der hohen Kante hast und sagst, ja, ich gebe gerne ein bisschen mehr für hohen und guten Schlafkomfort aus, dann würde ich sagen, ist ein solches Boxspringbett durchaus eine interessante Option für dich. Wenn du allerdings über nicht so super hohe Rücklagen verfügst, dann könnte vielleicht auch ein günstigeres Bett für dich die bessere Alternative sein, denn ich würde Boxspringbetten schon eher in das Premium-Segment einordnen, aber das muss auch, das sieht eigentlich auch jeder anders, ja. Es gibt sonst ansonsten noch günstigere, aber auch noch deutlich teurere Betten, ja, ganz klar. Du musst einfach wissen, was du möchtest. In meinen Augen zeichnet sich dieses Boxspringbett hier durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Ich bin der Ansicht, dass du ein wertiges Möbelstück zu einem fairen Preis erwerben kannst und dass hier auch definitiv Wert auf hohen Komfort gelegt wird. Wenn du das genauso siehst, könnte das Bett für dich eine gute Wahl sein. Wenn du jedoch sagst, ja, Komfort ist schön und gut, aber ich will eigentlich nicht so viel Geld für ein Bett ausgeben, dann ist vielleicht ein günstigeres für dich die bessere Wahl. Ich würde sagen, beim Schlafen sollte man keineswegs am falschen Ende sparen. Du kennst ja das gute alte, den guten alten Satz, den dir Matratzenverkäufer häufig erzählen. Mit dem Schlafen verbringen wir ein Drittel oder so unseres Lebens und das ist natürlich eine ganz schön lange Zeit, ja, muss man ganz klar sagen. Deswegen würde ich hier ganz klar sagen, ja, überleg dir gut, was für ein Bett du kaufst. Das ist wirklich eine sehr wichtige Wahl, denn wenn man schlecht schläft, sagt man ja meistens, ist man so regelrecht gerädert und das ist kein guter Zustand. Da hat man meistens keine Energie für den Tag und für die Arbeit. Es gibt auch nichts Schöneres, als nach einem harten Arbeitstag sich in einem komfortablen Boxspringbett zu erholen und genau dafür könnte dieses Bett hier eine gute Wahl für dich sein. Das Amazon-Angebot zum Boxspringbett werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon das eine oder andere, die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.